Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück, euer Big wieder am Start mit einer weiteren Runde von Mafia 2. Wir sind ja letztens stehen geblieben, einer hat bei unserer Tür geklingelt. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal nach, welcher netter Gast uns denn begrüßen möchte bei der Türe. Ach was, ziehe Kleidung, ich bin zu Hause, ich muss mir doch hier nichts anziehen, verdammte Scheiße nochmal. So, was haben wir hier, Maßanzug? Nein, schaut scheiße aus, Freizeitanzug, ja, den nehmen wir. Tür öffnen, hallo, wer spricht? Hey Vito, lang nicht gesehen. Stimmt, lange her. Was willst du, Henry? Lass trinken. Nehmen wir mein Auto. Folge Henry in sein Auto. Das ist dein Auto. Und ich muss wieder fahren, oder? Ja, war klar. Dein Auto, aber ich muss fahren. Ja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl. Wie alle anderen auch. Hör mal, Vito. Ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja... Also, nein, nicht schon wieder dieser Baum. Wurde es doch eingebuchtet. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der alte Drecksack ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Also, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. Joe und ich können für dich bürgen. Danke, Vito. Hast was gut bei mir. Oh, das heißt, Henry will jetzt bei uns in der Clique einsteigen. Wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so, ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Mehr sage ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu, als den peinlichen falschen Bart. Kann ich ein andermal darüber reden? Oder am besten gar nicht mehr? Ja, er hat uns also doch gekannt. Hast du deine Arbeit gemacht? Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Das hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig, aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Nein, da kann ich dir auch nicht widersprechen. Nach der letzten Folge, was wir aufgenommen haben, Leute, da kann ich dir überhaupt nicht widersprechen, Henry. Hey. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Ich bin alter Sparfuchs, weißt du doch. War eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ach, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist er? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay, okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarper. Sehr erfreut, Mr. Scarper. Sag nicht Mr. Scarper, meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich habe gerade nichts zu tun.
Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas ja raus. Aber ich war mal mit Luca Guarino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Da musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Da bin ich schon gespannt jetzt. Das, was wir... Dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt wird, keiner uns verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann. Okay, das heißt, wir tun heute mal gar nichts, oder was? Warne Leo. Ah, jetzt helfen wir zu Leo auf einmal. Warum das? Gehe schnell zu Leo. Henry wird bald da sein. Anschlag diese Scheibe. Nein, nichts hier. Scheibe einschlagen. Wir haben hier Stress. Los, 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 los. Ach du Scheiße, ist das weit zu fahren. Und nicht mehr bei den super Fahrskills. Ui, 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 das wird knapp. Das wird ordentlich knapp. Gib Gummi, du Auto. Das wird ordentlich knapp, Leute. Oh, aber das Ding hier, das fährt ja gar nicht so langsam. Hier, ich hab Stress. Auf die Seite, Leute. Weg, 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 weg. Nein! Ey, das ist so schwierig zum Lenken hier, das Fahren beim Affe. Ja, das ist abnormal. Oh, das sind Cops. Hupp ich lieber nicht. Auf die Seite, hier. Drift, 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 drift. Und Gummi, Gummi, Gummi. Wir müssen Leo warnen. Keine Ahnung, warum wir auf einmal zu Leo helfen. Dann haben wir hier mit Falcone auch einen Stress, aber... Ja, shit happens. Würde ich auch lieber zu Leo helfen. Weil der wirklich halt wie ein Vater zu uns war, eben wie wir im Knast waren. Auf die Seite. Ach du Scheiße, das Auto... Nein, 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 nein. Nein! Leute, ich glaube, ich hab's verkackt. Oder geht sich das noch aus? Könnte sich sogar noch ausgehen. Wenn wir jetzt hier nicht mehr zu viele Unfälle bauen. Komm schon. Wir schaffen das. Wie weit? Ach, noch so weit. Ach, du Scheiße. Das wird echt extrem knapp. Oh, da kam mir so ein scheiß Taxifahrer entgegen. Verpiss dich. Fahr, 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 fahr. Er springt einfach über den Busch drüber. Komm schon. Oh, wir haben noch mehr fast ein Viertel. Gib Gas, Auto. Wir müssen nur noch hier den Berg rauf. Nur noch hier den Berg rauf. Nein. Komm schon. Jetzt keinen Unfall bauen. Nicht so lange brauchen. Ach du Scheiße. Fahr, fahr, fahr. Gib Gas. Hast du keine PS unter der Haube oder was, du Scheißauto? Fahr. Ach du Scheiße. Nein, Leute, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir leider nicht. Oder? Nein. Komm schon. Komm schon. Das muss sich ausgehen. Nein! Fahr rein! Steig aus! Nein! Wir waren hier bei der Haustür, Leute! Scheiße! Es war so knapp. Es war so knapp. Wir hätten es um... Bei meinem Haar haben wir es nicht geschafft.
Oh mein scheiß Haar. Das gibt's doch nicht. Ach du Scheiße, hier vorne sind die Cops. Haben die uns gesehen? Nö. Okay, jetzt aber, komm. Jetzt schaffen wir es. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Gib Gummi. Ah, es hat mir noch ein langsameres Auto erwischt. Das gibt's doch nicht. Ich darf hier nur keinen Unfall bauen. Und darf die Straße nicht übersehen, in die ich einbiegen muss. Dann schaffen wir das Ganze, Leute. Es war schon so knapp jetzt. Ah, und der Idiot bleibt einfach wieder stehen hier. Ah, nice. Verpiss dich. Ich habe Stress. McDonald's sperrt hier gerade zu. Komm schon, komm schon. Gib mehr Gummi. So, da vorne muss ich wieder aufpassen, dass ich das, wo ich rechts abbiegen muss, nicht versäume. Wow. Das dürfte jetzt hier kommen, ja genau. Ah, das ist schon um einiges besser gelaufen wie beim letzten Mal. Um einiges viel besser. Jetzt schaffen wir das. Auf die Seite mit dir. Weg, 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 weg. Auf die Seite, Leute. Oh, kein Verkehr. Und hier die Cops. Nur jetzt kein Zivilist zusammenfahren. Nice. Ah, jetzt schaffen wir das ganz leicht. Ganz leicht geht sich das aus. Aussichtbar ist hier noch irgendein Mörderunfall oder irgend sowas. Ich hoffe nicht. Komm schon, Leo. Warte auf uns. Gib Gas jetzt. Viertelzeit. Jetzt sind wir gut in der Zeit. Es dürfte sich im Normalfall easy ausgehen. Aber ich will hier nichts verschreien. Deswegen, ah, hier die Cops. Bitte habe ich die Cops jetzt nicht am Fersen. Nice. Oh, das wird wieder ganz schön knapp hier. Ach du Scheiße. So. Nein, du Idiot! Komm schon, fahr rein. Ich komme nicht rein. Leute! Lauf! Nein! Nein! Ich komme nicht rein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein, das gibt es doch nicht. Wie kann es das sein? Oh mein Gott. Ach, das kann's doch nicht sein. Das zweimal an der gleichen Stelle, Leute. Und jetzt nur, weil mir so ein scheiß Auto entgegengekommen ist. Schlag diese scheiß Türe ein. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt fahren wir schon das dritte Mal. Das kann es doch nicht sein. Ah, jetzt haben wir noch ein beschisseneres Auto hier. Oder ist das das gleiche von vorhin, nur mit einem schlechteren Handling? Hier muss es doch irgendeine Abkürzung oder so geben. Das gibt's doch nicht. Ich war jetzt unfallfrei bis ganz nach oben. Nein, und hier die Cops. Ich muss bei Rot drüber, es tut mir leid. Und die Cops interessiert es nicht mal. Ich war jetzt wirklich bis ganz oben unfallfrei. Nur ganz oben ist mir ein Auto reingefahren, dass ich nicht durch die Tür durchgekommen bin. Was es das geben kann. Wahnsinn. So, jetzt aber. Wir haben hier noch ordentlich Zeit. Nein, 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 nein. Ja, nice, er biegt ab. Ah, hier vorne sind die Cops. Scheiße, jetzt muss ich vom Gas runter. Sonst haben wir die Cops hier auch. Willst du mich verarschen? So. Jetzt haben wir zwei Probleme, Leute. Jetzt haben wir erstens die Cops am Hals, zweitens einen Unfall gebaut. Ah, komm, 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 fahr, 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 fahr. Wir müssen die Cops abschütteln. Und wir haben nur mal die Hälfte an Zeit. Komm rüber. Nice. So, das war eine schöne Kurve. Das war eine schöne Kurve. Verpisst euch. Ich bin kein Arsch. Ich habe nur einen Stress. So, jetzt hier rechts drauf. Oh, wir haben noch die Hälfte von der Zeit, Leute. Keine Ahnung, warum wir jetzt hier auf einmal so schnell sind. Das dürften wir schaffen, wenn ich nicht jetzt wieder hier einen Scheiß baue. Komm schon, nein. Oh. Auf die Seite mit dir. Du auch. Verpiss dich. Aber wir haben schon wieder so wenig Zeit, nur ein Viertel. Komm schon. Bitte kommt mir jetzt kein Auto entgegen. Ich muss jetzt hier einfach durch das Tor durchbrettern. Komm schon, bitte kein Auto jetzt. Ah, da kommt wieder einer. Fahr weg! Nein!
Los, 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 los. Mach das Tor auf. Ah, jetzt haben wir noch viel. Easy, Leute. Keine Ahnung, warum wir jetzt auf einmal so schnell waren. Mach die Tür auf. Leo, Leo, bist du da? Leo. Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab und ich schieß dir ein zweites Leo, Loch in Leo, Arsch. Lass das. Ich bin's, Vito. Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen Leo, sollen. Leo, wir haben keine Zeit. Sie wollen dich aus dem Weg räumen. Du musst weg hier. Was? Komm rauf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier, du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, okay, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden. Dort, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen. Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen, ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, zu spät, sie sind da. Oh, scheiße, Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken, schnell. Ach du Scheiße, komm mit Leo, lass dich nicht vom Henry entdecken. Ich hätte gesagt, einfach hier raus, oder? Wir müssen in den Hinterhof kommen. Wir brauchen nur ein Seil oder sowas. Holen wir ein paar Laken aus der Waschküche. Ich würde da einfach runterspringen, wie schaut's aus? Ganz ruhig, Henry. Nimm die Waffe runter und schick deine Männer weg. Ich erkläre dir alles. Jungs, ihr wartet draußen. Wenn ich in ein paar Minuten nicht rauskomme, schaut mal nach. Da rein. Okay, wir haben also jetzt hier den Storyablauf geändert, Leute. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich habe ihn absichtlich beschissen und verdammt, leg mich... Verdammt, Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcones Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt. Besser. Nein. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um meinem alten Mann noch ein paar Jährchen. Ich hab's verkackt, nein, Leute. Es tut mir leid. Muss einen Ausweg geben. Vito, geh. Ich habe sowas von verkackt. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Scheiße! Was habe ich gemacht, Leute? Ich wusste doch nicht, wo die Waschküche ist. Es tut mir leid. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner. Leo. Oh, cool. Willst du einen Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Ja, sehr gut. Tja, hauen wir ab. Richtig nice. Ich habe mir noch anders überlegt. Okay, Leute, danke schön wieder fürs Zuschauen. Hier wieder ein kleiner Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Natürlich ein Abo auch, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von mir. Oder von uns, besser gesagt. Wir sehen uns auf alle Fälle in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao, Leute.